Ja, ich glaube, Sie merken es auch. Wir steigen tiefer ein in die Seelenlagen ostdeutscher Perspektiven. Er möchte die Dinge kompliziert halten. Es wird komplizierter, werde ich jetzt ankündigen. Denn er hat ja auch gesagt, es lohnt sich nicht nur zurückzuschauen, sondern es lohnt sich auch, Menschenfeindlichkeit und Rassismus sowohl in Ost als auch West sich genauer anzuschauen. Also genau die Worte, die bei vielen vielleicht ein auslösen. Und dafür zuständig ist jetzt Manuela Bojadjew. Sie hat einmal gesagt, die Haltung zur Migration ist ein Seismograph dafür, wie demokratisch eine Gesellschaft ist. Das gilt für Ost und West. Und sie ist Professorin für globalisierte Kulturen an der Leuphana Universität in Lüneburg und außerdem Vizedirektorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt oder HU Berlin. Ihre Schwerpunkte sind einige, ich nenne zwei, gegenwärtige Transformationsprozesse von Mobilität, Migration und Rassismus. Sie hat einige Forschungsprojekte und sie kuratiert unter anderem mit der Autorin Caroline Emke momentan am Berliner Haus der Kulturen ein Online-Archiv zur Geschichte und Gegenwart der Flucht nach Deutschland. Und in ihrem Vortrag jetzt verknüpft sie etwas, nämlich die Erkenntnisse der Migrations- und Rassismusforschung mit Gedanken zu Ost und West. Freuen wir uns auf einen Vortrag unter dem Titel Gefährliche Konjunkturen, Migration und ein Verständnis von Ausgrenzung und Zugehörigkeit. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank und für die Einladung und für die wahnsinnig großzügige und nette Einführung und auch einen großen Dank an die Vorredner. Ich möchte dem jetzt etwas hinzufügen und es wurde auch schon gesagt, ich bin tatsächlich keine ostdeutsche Perspektive. Ich bin genau in dieser Stadt hier groß geworden. Ich habe auch in dieser Stadt hier promoviert und ich muss den Witz mit den Promotionen jetzt noch einen Schritt weiter treiben, weil ich habe nämlich tatsächlich auch zu einem Thema promoviert, das man mir abgeraten hatte. Und das Thema, über das ich heute sprechen werde, ist genau das, nämlich Rassismus. Bitte schrecken Sie nicht zurück. Ich fange relativ positiv an und ich ende auch so. Und ich bitte Sie, wenn ich darüber spreche, zu versuchen zu verstehen, dass ich etwas auf jeden Fall nicht tun werde, nämlich darüber moralisieren zu sprechen. Ich glaube aber, und das ist mein Plädoyer, wir brauchen tatsächlich ein besseres Verständnis von Rassismus, um mit der aktuellen Konjunktur umgehen zu können. Okay, ich fange mal an. Es ist noch nicht einmal 5 Jahre her. Vor nicht mal 5 Jahren sprachen wir in Deutschland von einer Willkommenskultur. Viele lebten sie. Willkommenskultur rekonstituierte in einem Spannungsfeld von karitativer Praxis und Solidarität das Wir als Plurales. Es führte vor, wie eine gesellschaftliche Reaktion auf Migration ausfallen kann, die sich nicht beeindrucken lässt von einer Rede der Angst und der Verschwörung, die Zweifel schürt an den eigenen Ressourcen und Kapazitäten, die Panik macht vor dem, was kommen mag und es dadurch geradezu an die Wand malt. Es war eine Solidarität, die zudem der gravierenden, anhaltenden Fehlläufe deutscher und europäischer Migrationspolitik etwas Praktisches entgegensetzte. Dann tauchte im Herbst 2015 ein Begriff auf, den ich hier mal zum Symptom nehme. Es war der Begriff der Flüchtlingskrise, eine Wortkomposition aus Krise und Geflüchteten. Mit Krise war im Begriff Flüchtlingskrise allerdings weder die Krise der Geflüchteten, deren Lebens- und Fluchtgeschichte bezeichnet worden, noch ging es um die offenbar gewordene Krise der europäischen Migrationspolitik. Vielmehr richtete dieser Begriff die diskursiven Vektoren neu aus. Zum einen wurde die negative Bedeutung von Krise im Sinne von Notlage gegen die Figur der Flüchtenden gerichtet. Sie hatten eine Krise verursacht. Zum anderen wurde die positive Bedeutung von Krise im Sinne von Herausforderung und Chance zur Neubestimmung von politischen Kräften der Rechten für eine Kultur der Ablehnung von Migration missbraucht. In diesem Kontext avancierte die Mär von der Grenzöffnung, Merkel hätte die Grenze geöffnet, zur zentralen Metapher der politischen Rechten für den Kontrollverlust der Politik. Das
Merkels Grenzöffnung weit darüber hinaus sich als Formel und Chiffre durchsetzte, war ein Ergebnis einer kampagnenhaften Inszenierung der AfD und in diesem Fall ihrer Jugendorganisation. Von nun an konnte man beobachten, wie nach und nach die einen einlenkten und davon sprachen, dass man die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen müsse, und andere versuchten, Aufbruch zu formieren, der nie in Fahrt kam. Wieder andere verstiegen sich zur These von der Migration als der Mutter aller Probleme. Währenddessen wurde das Asylgesetz nach und nach weiter ausgehöhlt. Die AfD war da noch nicht die zweitstärkste Kraft in drei ostdeutschen Landtagen, aber war schon in einige Parlamente in Ost und West eingezogen. Während man der rassistischen Rede also begann, Rationalität beizumessen und Erklärungskraft verlieh, erfuhr eine Ablehnungskultur immer größere Akzeptanz. Dabei trat die Einsicht in den Hintergrund, dass man für eine rassistische Partei zwar stimmen kann, Rassismus sich aber eben nicht eben wieder abwählen lässt. Die Willkommenskultur hat dem getrotzt. Und wir stehen ja auch heute hier. Sie haben ja diese Veranstaltung organisiert, damit wir nochmals anders miteinander reden. Diese Willkommenskultur arbeitet weiter in den Alltagen der Menschen. Sie organisiert die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und die Seebrücke ins europäische Landesinnere hinein. Hunderttausende waren auf den Straßen für Solidarität statt Ausgrenzung. Und Hashtag Fridays for Future artikuliert die Frage, wie wir angesichts von Herausforderungen globaler Dimension, und dazu gehören Migration und Klimakrise nun mal, ein anderes Zusammenleben in dieser Welt entwerfen können. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich denke nicht, dass die Haltung zur Migration das wichtigste Thema ist, um die aktuelle politische Konjunktur zu bemessen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Haltung zur Migration, es wurde schon gesagt, ein Seismograph ist, an dem wir ablesen können, wie es um die demokratischen Werte steht. Aber Sie hatten mich ja zu einem Vortrag zu 1989, 30 Jahre nach dem Mauerfall, eingeladen. Sicher kennen Sie die Zahlen hinsichtlich der Mauern in der Welt. Und ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich daran erinnere, dass es heute mehr von diesen Mauern denn jemals zuvor auf dieser Welt gibt. Politische Mauern verteufeln, was hinter ihnen liegt, heiligen, was drin ist. Sie leugnen gegenseitige Abhängigkeiten. Mauern, so die Philosophin Wendy Brown, zielen zwar darauf ab, bestimmte Dinge abzuwehren, verändern aber oftmals nur die Form. Sie machen das Problem dauerhaft und oft noch viel schlimmer. Sie intensivieren die Gegenüberstellung von uns und denen. Der Sinn für ein Verhältnis von Mauerfall und Mauerbau lag aber schon vor 30 Jahren nah beieinander. Und ich habe hier ein sehr schönes Zitat gefunden, und da ich Wissenschaftlerin bin, auch wenn ich heute nicht auf die Wissenschaft, sozusagen nur auf die theoretischen Überlegungen meiner Arbeit eingehe und nicht so sehr auf die empirischen, muss ich explizit sagen, dass ich glaube, dass dieses Zitat von Alexander Kluge ist, aber in dem Buch, in dem ich es gefunden habe, nicht ganz klar ist, wer es gesagt hat. Aber Sie werden sicher, so wie ich, dieses Zitat sehr, und warum man es nennen muss, einmal hier hören, auch wenn uns nicht ganz klar ist, wer es gesagt hat. Jahrzehntelang, so das Zitat, verging keine Rede, und wir sind jetzt sozusagen 1989, verging keine Rede ohne die Forderung nach der Öffnung der Grenzen. Jetzt, da sie schwinden, werden neue aufgerichtet. Jahrzehntelang wurde der freie Verkehr von Menschen gefordert. Nun, da neue Migration einsetzt, fällt es schwer einzulösen, was man in Aussicht gestellt hat. Das Ende der Teilung fordern ist das eine, die Öffnung aushalten das andere. Öffnung in Zahlen hieß damals, und Herr Mau hat auch schon darauf hingewiesen, dass 1989, und ich habe jetzt nur diese Zahlen rausgenommen, 350.000 sogenannte Übersiedler aus der DDR in die BRD wechselten und etwa so viele Aussiedler aus der Sowjetunion. Um statistisch erfasst zu werden, mussten diese Menschen allerdings ein Notaufnahmeverfahren passieren, weshalb die Zahlen durchaus höher liegen könnten. Ein Spiegelartikel aus dem Jahr 1990, in dem es um die monatlich sinkenden Zustimmungswerte in der bundesdeutschen Bevölkerung zur Aufnahme dieser Übersiedler ging, titelte damals reißerisch, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Übersiedler, Gedankenstrich,
Die neuen Türken? Das westdeutsche Fernsehen berichtete im November 1990 so. Auch gestern trafen wieder 900 Übersiedler ein. Vom Regierungspräsidium Gießen war zu hören, das soziale Niveau sei gesunken. Schwere Zeiten für die Putzfrauen. Und jetzt ein Zitat, ein O-Ton einer Putzfrau aus Gießen. Also ich bin der Meinung, was vor dem 9. November kam, die hatten auch noch Absicht zu arbeiten und ihr Geld sich einzuteilen. Aber das, was jetzt läuft, ist nicht mehr schön. Die TV-Redaktion fragt, was läuft denn? Und sie antwortet, dass sie uns immer so einen Dreck hinterlassen und furchtbar frech sind sie. Man kann nicht sagen, sie sind schmutzig, sie sind dreckig. Und dann geht der Fernsehbericht weiter. Dieses Urteil gilt natürlich nicht für alle Übersiedler, die meisten sind ehrbare Bürger. Fest steht aber, dass immer mehr labile Menschen um Aufnahme nachsuchen, auch Menschen, die drüben persönliche oder berufliche Probleme hatten, aber auch solche, die der Arbeitswelt eher distanziert gegenüberstehen. Dazu eine DDR-Bürgerin und wieder O-Ton. Erstens gibt es hier Arbeitslosenunterstützung, was es in der DDR nicht gibt. Da sind sie erstmal schon, wenn sie rüberkommen und Arbeitslosenunterstützung beantragen, dann haben sie Geld. Da brauchen sie nicht unbedingt auf Arbeit gehen. Zitat Ende. Ich habe dieses Zitat ausgewählt, weil es uns, wahrscheinlich Ihnen auch, weil es uns daran erinnert, wie häufig migrantische Bevölkerungen beschrieben oder abgelehnt werden. Die Parallele ist aber auch deshalb interessant, weil es bei Ablehnungskulturen eben immer auch um Devianz und Lebenslagen geht. Und es ist diese Mischung, die interessant wird, wenn es darum geht, jetzt eine Analyse des Rassismus zu versuchen. Aber um das Wissen zu Rassismus ist es leider nicht besonders gut bestellt. Auch das Feld der Forschung und der Analysen ist begrenzt. Das ist heute kaum anders, als es Anfang der 90er Jahre war. Es fanden und finden sich vor allem zwei Seiten da drin. Es gab und gibt statistische Untersuchungen über den Umfang rassistischer und rechtsextremer Gewalt. Und es existieren, und dann gibt es eine Reihe von Ausnahmearbeiten wie die des Kollegen, und es existieren soziale Reportagen. Medien wie namhafte Autoren und Schriftsteller haben mit großer Wirkung das Leben jener geschildert, das durch Rassismus in Deutschland geprägt ist. Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International, Pro Asyl oder die Amadeo Antonio Stiftung dokumentieren ihre Rechercheergebnisse seit sehr vielen Jahren. Anders als vor 30 Jahren stehen heute zahlreiche Handreichungen für Politik, Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen zur Verfügung. Sie belegen, dass das Erstarken von Rassismus sich aktuell etwa an der enorm erhöhten Zahl der gewalttätigen Übergriffe gegen Flüchtlinge ebenso zeigt wie am institutionellen Versagen der Aufklärung der Mordserie des NSU. Und dennoch klafft eine Lücke zwischen Statistik und den sozialen Reportagen oder politischen Kampagnen. Ich erinnere noch mal daran. In den letzten 6 Monaten sind ein engagierter Lokalpolitiker und Polizeipräsident ermordet worden. Es gab einen antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle, bei dem gezielt und willkürlich auf der Straße und in einem Imbiss Menschen erschossen wurden. Wir sind also Zeugen, wie rechtsextreme Politiken sich unter veränderten globalen Bedingungen neu formieren. Und auch das ist eben Teil von dem Erbe von 89, dass es eben zu einer neuen geopolitischen Situation kommt, in der die radikale Rechte eine ganz andere Rolle einnimmt. Also das heißt, wenn wir über das Phänomen der Rechten sprechen, dann können wir das nicht nur als ein Ost oder West oder ein nur Ost und nicht West und auch nicht ein nur West und nicht Ost, sondern wir müssen das in einem europäischen oder weiteren Maßstab verstehen. Rassismus, der in rechtspopulistischen Diskursen weit über Europa hinaus mobilisiert wird, ist ein Phänomen, welches sich über längeren Zeit hinweg etabliert. Die Proteste gegen den Bau von Moscheen, die Debatten über den Sozialtourismus von osteuropäischen Arbeitsmigranten, die Ablehnung gesellschaftlicher Teilhabe für Geflüchtete, all das beginnt eben nicht mit der Alternative für Deutschland, Marine Le Pen oder der FPÖ in Österreich. Wir kennen das auch schon länger als 1989. Solche Stilfiguren spielen auf tiefliegende Haltungen und institutionelle Verankerungen an, die sie nähren und von denen sie sich nähren. Eine Stigmatisierung von Politikern als Rassisten hilft aber dabei genauso wenig wie eine Moralisierung. Noch weniger können wir es uns aber leisten, Rassismusanalyse
einfach als Moral zu betreiben. Rassismus kann nicht als isoliertes Phänomen verstanden werden. Er ist in sich auch nicht kohärent. Aber was alle Spielarten verbindet, würde ich sagen, ist eine Vorstellung davon, dass Heterogenität entweder der Assimilation unterworfen werden muss, also als individuelle Anpassungsleistung, oder im Sinne älterer Vorstellungen von Reinheit nur in Separation gedacht werden kann. Also wenn die anderen anders sind, dann bitte woanders. Darüber hinaus gibt es nie nur ein anderes, das andere wird auch immer minderwertig zum Wir gedacht. Und diese beiden vorgestellten Gruppen sind gleichzeitig in eine Logik der Vererbung, das heißt der Genealogie, eingeschrieben. Und das bestimmt dann eben nicht nur ihre Herkunft im Sinne des biologischen oder kulturellen, sondern eben auch in Bezug auf das, was in der Soziologie zum Beispiel soziale Mobilität genannt wird. Da also Rassismus sehr viele empirische Erscheinungsformen aufweist, ist das Feld auch recht unübersichtlich. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht Mittel dagegen gäbe. Ganz im Gegenteil. Wenn wir heute ein Erstarken von Rassismus konstatieren und das Aufkommen rechtspopulistischer Parteien analog zu den 1990er Jahren verstehen wollen, dann gibt es darüber ausreichend historisches Anschauungsmaterial. Erkenntnisobjekte liegen auch da, wo aktuell besonders viel Verständnis jenen gegenüber geäußert wird, die diese Parteien wählen und diese Parteien wiederum in einem demokratischen Konsens eingemeindet werden und ihre antidemokratische Kraft verkannt wird. Lassen Sie mich dies anhand eines Falls aus dem Jahr 2016 beschreiben. Bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg eroberte die AfD im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Direktmandat. Es war eins von zwei Direktmandaten. Dadurch geriet Schönau, das seit 1960 mehrheitlich SPD gewählt hatte, in bundesweite Schlagzeilen. Lokale, regionale und bundesweite Medien machten sich auf, um Wähler der rechtsextremen Partei auf den Straßen in Schönau zu befragen. Die Interviewten gaben an, den Kandidaten der AfD nie gesehen zu haben und das AfD-Parteiprogramm nicht zu kennen. Nur ein Argument überwog: die Geflüchteten, die seit dem Sommer 2015 in Deutschland angekommen seien und von denen keine in dem Stadtteil untergebracht waren, erhielten mehr Aufmerksamkeit bzw. staatliche Zuwendung als wir. Wer gegen die ist, ist für uns. Diese falsche Gleichung bekam in der Stimme für die AfD Geltung. Was Rassismus betrifft, hat Schönau aber auch eine Geschichte. Und deswegen erwähne ich sie hier in einem Zusammenhang einer Veranstaltung zu 89. Im Frühsommer 1992 hat es dort eine tagelange feindliche Belagerung einer Flüchtlingsunterkunft gegeben. Im Kontext des Anstiegs von Nationalismus und Rassismus Anfang der 90er Jahre in Deutschland, politisch und medial flankiert durch den, wir müssen es erwähnen im Zusammenhang dieser Veranstaltung, den Asyldiskurs, der schließlich politisch zur Verschärfung des Asylgesetzes 1993 durch eine Stimmenmehrheit im Bundestag führte, kam eine relativ hohe Zahl von Geflüchteten, vor allen Dingen aus Kriegsgebieten, dem ehemaligen Jugoslawien, Kurdistan, Irak, sowie aus der sich auflösenden Sowjetunion als Aussiedler und eben als Übersiedler aus der DDR, eben nach Westdeutschland. Der kommunale Umgang mit den Geflüchteten auf der Schönau scheint eine der zentralen Ursachen für die tagelangen Ausschreitungen gewesen zu sein. Könnte ich vielleicht einen Schluck Wasser haben, weil die Stimme ist so... Ja, ich bin gleich fertig. Zum einen existierten logistische Probleme bei der Unterbringung, aber auch migrationspolitische Ursachen spielten eine erhebliche Rolle. Die Bürgerkriegsflüchtlinge wurden in Asylverfahren gedrängt, was die Zahl der Anträge in die Höhe schnellen ließ. Was geschah also auf der Schönau? Nach anfänglichen Beschwerden wegen Lärm wurde medial über Drogennutzung der Geflüchteten spekuliert und ein Gerücht, vielen Dank, das sich als unzutreffend erweisen sollte, sein Ziel aber nicht verfehlte, verbreitete sich auf der Schönau. Ein Geflüchteter hätte eine junge Frau aus der Schönau vergewaltigt. Nach dem Vatertagsfest begannen Hunderte, die Scheiben der Flüchtlingsunterkunft einzuwerfen und den Geflüchteten in Sprechchören stundenlang mit Gewalt zu drohen. Dieses Szenario wiederholte sich von da an Tag für Tag, und zwar über eine Woche lang. Und die Leute, die das machten, waren keine organisierten Rechtsextremen, sondern aus der Nachbarschaft.
Die Geflüchteten konnten die Kaserne nicht mehr verlassen. Einige wurden aufgrund der traumatischen Erfahrung später in die Psychiatrie eingewiesen. Und was tat die Polizei? Sie reduzierte ihre Arbeit auf den Objektschutz, hielt darüber hinaus die Gruppen fern, die zur Solidarität nach Mannheim reisten, und engagierte sich gegen die Gegendemonstration in der Mannheimer Innenstadt. Der damalige SPD-Bürgermeister brachte den Ausschreitungen Verständnis gegenüber. Und nach dem Abflauen wurden dann eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Die lokale Schülerschaft besuchte die Unterbringung, kirchliche Verbände organisierten Fußballspiele und so weiter. Aus meiner Sicht ist dieser Fall instruktiv, um die heutigen aufkommenden Formen von Ablehnungskultur mit ihren Traditionen zu verstehen. Auch um zu verstehen, ob es angemessen oder richtig ist, dieser Ablehnungskultur Verständnis entgegenzubringen, wie vielseitig gefordert wird. Der Fall Schönau könnte dieser Lesart als Schaustück über die da unten dienen. Die Zuschreibung, dass die da unten nicht besser gebildet sind, es nicht besser wissen oder dass wir arrogant seien, wenn wir sie nicht verstehen. Diese Rede aber trennt tatsächlich uns von denen und macht nebenbei die da unten klammerheimlich zu Deutschen, die wir verstehen müssen. Dass Armut in Deutschland aber relativ gesehen migrantisch ist, ignoriert man, weil es nicht ins Bild passt. Ich habe jetzt noch ein kurzes Spiel, ich soll jetzt aufhören, ich weiß, ich cutte jetzt eine Seite. Mein Plädoyer wird dafür sein, dass es einerseits in enormer Weise überschätzt wird, was die AfD kann und soll. Mein Plädoyer ist zu sagen, die reden über Rassismus und organisieren Rassismus auf eine bestimmte Weise, dem wir widerstehen müssen. Wir dürfen es aber tatsächlich weder unterschätzen noch überschätzen. Und mein Plädoyer ist noch ein weiteres, und zwar, dass Rassismus nämlich eine zentrale Funktion besitzt, nämlich uns die Welt zu erklären und unsere Position darin. Und wenn wir etwas dagegen tun wollen, dann müssen wir aufhören, diese Erklärungen zu akzeptieren, und wir müssen die Welt auf eine neue Weise erklären. Und das ist genau eine gesellschaftliche Aufgabe, die können wir nicht denen überlassen, von denen wir glauben, dass sie rein die Opfer des Rassismus sind, sondern das müssen wir alle tun, weil, und das ist leider die Wahrheit, der Rassismus ein derart undemokratisches Ziel hat, das eben nicht nur die Migranten trifft, sondern uns alle. Und deswegen ist es eine insgesamt gesellschaftliche Frage, die wir jetzt alle erledigen müssen. Vielen Dank.